Abgeschlossen. Abgeschlossen. Verstehe ich nicht. Geschlossen. Also ich bin für Ideen offen. Es ist still. Er läuft herum, etwas weiter entfernt. Ich sagte raus. Es ist still. Er läuft herum, etwas weiter entfernt. Ich sagte raus. Und es kracht. Ich habe den kleinen Zettel. Ich möchte wetten, dass das der Schlüssel dazu ist, wie er aus der Zelle abhauen konnte. Ich hole jetzt die Taschenlampe und dann sehe ich mir das da draußen mal an. Elgato, was soll ich sonst sagen? Charlotte. Alles in Ordnung. Du bist hier, in Sicherheit. Er sieht sich das an. Ich bin's nochmal. Ich habe über unsere letzte Sitzung nachgedacht. Vielleicht würde es dir helfen, wenn ich dir zusätzliche Informationen dazu gebe. Ich bin müde. Okay, der will nimmer. Es ist dunkel da drin, scheint ihm aber nichts auszumachen. Es ist dunkel da drin, scheint ihm aber nichts auszumachen. Jetzt geht's. Das Muttersöhnchen war ja in der Zelle 1, oder? Der Dicke. Der Dickere. Ja, genau. So. Hallo, mein Junge. Na, wie ist es? Können wir ein bisschen weiterarbeiten? Ich habe vielleicht ein paar Anhaltspunkte, die uns weiterbringen. Okay, das war jetzt Zelle 3. Zelle 3.
Das war in der Nacht. Soll ich einfach den ersten Teil abspielen? Schau mal. Sag mir, was du siehst. Gänge. Ein Kanal oder sowas. Alles düster. Ich sehe so gut wie nichts. Es ist unheimlich. Ich habe Angst. Ich muss aus diesen verdammten Gängen raus. Sofort. Keine Angst. Was immer es ist, du hast es schon getan. Und du hast es überlebt. Ich muss hier weg. Ich gehe jetzt da rein. Warte mal. Da ist wieder mein Zimmer. Es klopft. Sie hat mir ein Tagebuch gegeben. Ja, genau, das Tagebuch. Das habe ich zu. Und ich soll nach diesem Mama-Söhnchen sehen. Mal sehen. Genau. So. Du hast gehört, was er gesagt hat? Er war bei einem Jungen, der weinte. Es ging um ein Tagebuch. Du weißt, wovon er spricht. Er hat kein Recht dazu. Er hat kein Recht, darin zu lesen. Es ist dein Tagebuch, nicht wahr? Woher hat er es? Erinnere dich. Da ist sie wieder. Das Mädchen. Ich frage mich, ob wir dann zu ihr müssen. Hey. Mit der Aufnahme. Hör mal, kann ich dir irgendwie helfen? Du bist ganz schön fertig, hm? Zwei oder vier, ne? Zwei oder vier waren die zwei Wir Frauen sind alle drin. Ganz schön fertig. Sie will mich trösten. Also drei, komm schon, Kopf hoch. Bald sind wir wieder zu Hause. Sie Frauen. Lügt. Also, wenn genau. du mit jemandem sprechen willst, du ja, weißt ja, wo ja. ich bin. Du kannst ich jederzeit zu mir kommen. Naja, das muss man sich in dem Spiel, das ist ein bisschen kniffliger. Das habe ich, hätte ich mal besser merken sollen. Nächstes Mal weiß ich's. Dann müssen wir sicher das vorspielen und dann können wir mit ihr auch irgendwas machen. Zu dir komm. Zu dir? Ich nehme du das auch steckst doch jedes mit Mal denen vor. Unter einer Decke. Ihr wollt mich fertig machen. Ist sie weg? Ja. Ich habe mein Tagebuch nach ihr geworfen. Du weißt, dass sie. Man nimmt sich immer vor, man schreibt es auf. Ich danke dir. Du hast mir sehr weitergeholfen. Ja. Das war schon sehr viel. Wir belassen es dabei. Ja, du warst super toll. Du bist der Allerbeste. Zelle 2 war. Ja, sie war sicher. Und jetzt müssen wir von ihm, Zelle 1, das vorspielen. Na, Kleine, immer noch keine Erinnerungen? Genau. Hab Geduld. Ich weiß, wir finden etwas, das dir weiterhilft. Und dann schaut man blöd. Ups, Entschuldigung. So, Zelle 1. Das war der Nachmittag, ne? Okay, da gibt's hier noch eins. Da ist sie wieder. Das Mädchen. Sie will mich trösten. Sie lügt. Ist sie weg? Ja. Ich habe mein Tagebuch nach ihr geworfen. Mal sehen. Mal sehen. Ich muss da mein Polster richten, weil der nervt mich da im Hintern. Ups. Hast du es gehört? Er spricht von einem Tagebuch. Ich glaube, du bist diejenige, nach der er es geworfen hat. Es stimmt, nicht wahr? Erinnerst du dich? Er ist verrückt geworden. Völlig verrückt. Erzähl, an was erinnerst du dich? Wenn der Ventilator abtritt, nicht wundern. Oh Gott. Ich bin auf diesem Wachturm. Ich war schon einmal hier. Da ist ein großes Gelände.
Und das Meer. Was hast du jetzt vor? Ich haue ab. Ich weiß, dass ich hier weg muss. Kannst du herunterklettern? Ich weiß nicht. Vielleicht. So, schauen wir uns mal an. Geh mal in den Wachturm hinein. Da haben wir einen Schrank. Ein Schließfach. Den machen wir auf. Mit bloßen Händen lässt es sich nicht öffnen. Du hast ein bloßes Messer dabei. Da ist eine Kiste drin. Ein Rettungsboot. Aber anklicken können wir es nicht. Nein. Ich kann da nicht runterspringen. Das würde ich nicht überleben. Ich muss einen anderen Weg finden. Das habe ich eh gemeint. Schau, sie hebt jetzt hoch. Sie hätte es einfach unten durchschieben können. Ich habe eine Rettungsinsel gefunden. Sie ist schon unten, im Meer. Und jetzt? Jetzt muss ich hinterher springen. Mach dir keine Sorgen, du bist schon gesprungen. Es sind Erinnerungen. Sie will nicht ins Wasser springen. Aber auf das kleine Rettungsboot springt's drauf. Ich hab's geschafft. Sprich weiter. Ich kann nicht. Du musst es versuchen. Konzentrier dich. Ich kann nicht. Ich kann nicht mehr. Okay, in Ordnung. Entschuldige, wir machen Pause. Ich kann nicht mehr. Ich will dich nicht quälen. Du machst das hervorragend. Ich komme später wieder. Ja, jetzt habe ich keine Ahnung. Mit ihrer Aufzeichnung haben wir jetzt nichts angefangen. Mit seiner Aufzeichnung haben wir jetzt sie erweckt, quasi, sag ich jetzt einmal. Und mit seiner Aufzeichnung haben wir ihn in der Zelle 1. Wir haben aber den noch aus der Zelle 5. Der kommt ja auch noch in der Aufzeichnung. Ich bin's nochmal. Hör zu, mein Junge, so kann es doch nicht weitergehen. Ich will dir helfen. Du musst dich beruhigen. Versuch, dich weiter zurückzuerinnern. Dann werden wir bald wissen, wie wir dir helfen können. Die Frage ist nur... So, wir haben jetzt von der Zelle 3. Und was nehme ich da jetzt? Ich schau mal kurz durch, ich habe keine Ahnung gerade. Es wird wirklich Zeit, hier abzuhauen. Ich muss nachsehen, ob der Schlüssel noch da ist. Und dann los. Das war's nicht. Das haben wir ja schon gehabt, oder? Da ist wieder mein Zimmer. Es klopft. Sie hat mir ein Tagebuch gegeben. Na gut, das wird ich soll nach diesem Mama... Mal sehen. Oh ja, warte, vielleicht... Hast du gehört, was ich dir vorgespielt habe? Kann es sein, dass du derjenige bist, mit dem er sich gestritten hat? Ist es nicht so? Erinnerst du dich? Ja. Es stimmt also. Erzähl mir davon. Wie kam es zu eurem Treffen? Okay, ich verschwinde hier. Ich habe genug von diesem Irrenhaus. Was tust du gerade? Wo bist du? In meinem Zimmer. Ich weiß schon, was ich tun werde. Ich hau ab. Durch die Korridore. Ich habe mir einen Merkzettel geschrieben. Für die Kombination.
Den haben wir ja gestohlen. Ja, die Musik ist sicher Copyright geschützt. Ich bin nicht sicher. Ich weiß, wer das ist. Ich weiß es genau. Diese miese Ratte. Schon gut, schon gut. Ich bringe ihn um. Hör auf damit, Junge. Mach es nicht noch schlimmer. Beruhig dich. Ich komme später wieder. Ja, es hat doch der aus der Zelle 3 bei ihm geklopft, ne? Schon langsam komme ich durcheinander. Ich habe keine Ahnung mehr. So. Du hast doch geklopft, ne? Er braucht nur einen kleinen Hinweis, glaube ich. Ach so, ja. Ich muss ihm das wieder vorspulen. Von der Zelle 5 dieses Mal. Jetzt bin ich rausgegangen. Okay, ich verschwinde hier. Ich habe genug von diesem Irrenhaus. Was tust du gerade? Wo bist du? In meinem Zimmer. Ich weiß schon, was ich tun werde. Ich hau ab. Durch die Korridore. Ich habe mir einen Merkzettel geschrieben. Für die Kombination. Es klopft. Willst du nicht öffnen? Ich bin nicht sicher. Ich weiß, wer das ist. Ich weiß es genau. Mal sehen. Du hast mir von dem jungen Mann erzählt, dessen Zettel du genommen hast. Ihr habt Streit gehabt. Wie ist es dazu gekommen? Erinnerst du dich daran? Was hat er dir getan? Warum seid ihr verfeindet? Er ist gefährlich. Er... Ich bin wieder in der Küche. Jetzt haben wir Nacht. Zelle 3 Nacht. Das müssen wir uns merken. Und da ist ja auch mein spezieller Freund. Er betrinkt sich gerade. Und er hat eine Waffe. Draußen schreit jemand. Es schreit jemand? Ja, Mädchenstimmen. Nimm deine Pfoten weg, sonst passiert was. Die Flasche ist noch halb voll. Wer zum Teufel schreit da draußen so? Ich hab dich was gefragt. Ja, es bringt nichts. Ich muss erst schauen, was da passiert. Verdammt nochmal, was ist da los? Bist du reingeflogen da? Nein, dahin gehe ich nicht mehr. Andere Dinge sind jetzt wichtiger. Die Schreie kommen von drin. Die beiden Mädchen müssen da drin sein. Ich würde gerne wissen, was da wirklich passiert ist. Jetzt geh da hin. Was ist hier denn los? Was macht ihr da drin? Er hat uns eingesperrt. Und warum? Weil sie auf mich geschossen hat. Sie hat zuerst geschossen. Seid ihr komplett verrückt geworden? Sie! Wir sitzen hier fest. Ein Killer rennt hier rum. Und ihr habt nichts Besseres zu tun, als euch anzugiften? Jetzt mach schon diese verdammte Tür auf! Der Mistkerl hat die beiden tatsächlich eingeschlossen. Ich glaube, er dreht durch. Wo hat der Kerl eigentlich den Schlüssel her? Was weiß ich. Er hat ihn jedenfalls. In seiner Tasche. Okay, ich bin gleich wieder da. Vertragt euch. Mal sehen, was er dazu zu sagen hat. Interesting. Hat er dazu zu sagen? Setz ich mal. Dann wieder zurück. Dann in die Küche.